die Sahaba nicht. Und hier gibt es die Überlieferung, dass Adi ibn Hatim, radiallahu anh, den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte: O Gesandter Allahs, was bedeutet der weiße Faden vom schwarzen? Sind es zwei Fäden, also eine Schnur? Also er dachte, soll ich jetzt eine schwarze Schnur und eine weiße Schnur nehmen? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Nein, es ist die Dunkelheit der Nacht und die Helligkeit des Tages. Also die Morgendämmerung, also am Horizont ist dann ein weißer Faden, also eine weiße Linie. Also hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Unklares verdeutlicht. Das ist die Bedeutung. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Instruktionen gegeben. Das bedeutet zum Beispiel, wie beten wir, dass wir vier Rak'a beten. Was machen wir denn in einer Rak'a? Wie fasten wir, wie geben wir die Zakat und so weiter und so fort. Also diese Details, zum Beispiel der fünf Säulen, wie macht man die Pilgerfahrt? Das steht ja nicht im Koran, also nicht die Details. Die hat er erläutert. Das ist gemeint mit Instruktionen, also zum Beispiel Gebet oder Hajj und so weiter und so fort. Also diese Details, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Sachen eingeschränkt. Also die im Koran allgemein erwähnt wurden, hat er eingeschränkt. Einschränkungen Was ist darunter zu verstehen? Zum Beispiel sagt Allah subhanahu wa ta'ala: Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat, der soll Ersatz leisten mit Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttiers. Das ist bei der Pilgerfahrt, wer nicht in der Lage ist, aufgrund einer Erkrankung am Kopf die Haare zu schneiden, da hat Allah azza wa jal eine Ersatzleistung gegeben, und zwar Fasten, Almosen oder Opferung eines Schlachttieres. Ja, wie oft soll ich denn fasten? Wie viele Tage? Welche Almose soll ich denn leisten? Das hier allgemein gehalten. Es wurde nicht näher bestimmt. So, hier kommt die Rolle des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Rolle der Sunna. Das ist ein Beleg für die Beweiskraft der Sunna und ein Gegenargument für die Ablehner der Sunna, die sagen, es reicht der Koran. Ja gut, wie willst du diese Ayah jetzt umsetzen? Willst du selbst gucken, ja, dann fast dich mal 9 Tage. Wie kommst du auf 9 Tage? Ja, oder welche Almose sollst du denn machen? Hier kommen wir zu einem Hadith. Und zwar Ka'b ibn Ujrah berichtete, dass er krank war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn besuchte und auf seinem Gesicht Läuse sah. Da fragte er: Ich sehe, dass du sehr angeschlagen bist. Hast du ein Schaf? Er sagte: Nein. Er sagte: Dann faste 3 Tage oder speise 6 Arme, also 6 bedürftige Menschen, jeweils mit einem halben Sa'. Sa' ist so eine Maßeinheit. Also hier hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das näher bestimmt. Wie viele Tage fasten? Er soll 3 Tage fasten. Wie viele Arme speisen, die Almose? Er soll 6 Arme speisen. Ja, also das bedeutet Einschränkungen. Eine Ayah erwähnt etwas allgemein und dann kommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam und sagt, diese Ayah hier, das ist so und so gemeint. Ja, das ist ein Tafsir des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ebenso gibt es eine andere Form von Beschränkungen. Also ein weiteres Beispiel: Allah azza wa jalla sagt: Hurrimat alaykum al-maita wad-dam. Also verboten ist euch der Genuss von Verendetem und Blut. Also du darfst weder Kadaver essen, ein totes Tier, das nicht geschächtet wurde, auch wenn es normalerweise erlaubt ist, Kuh oder Kamel, Ziege, Schaf, aber es ist jetzt ein Kadaver, es wurde nicht geschächtet. Und Blut,
darfst du nicht verzehren. Dieses allgemeine Verbot hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingeschränkt, indem er sagt, uns wurden zwei Arten von Verendetem und zwei Arten von Blut erlaubt. Fische und Heuschrecken sowie Leber und Milz. Das heißt, Fische musst du nicht schächten. Auch wenn es tot ist, kein Mensch hat es geschächtet, darfst du es essen. Und genauso ist es mit Heuschrecken. Und Leber, da ist ja Blut enthalten. Ja, also Leber, selbst wenn du das Tier geschächtet hast, da haftet immer noch Blut dran. Das hat er trotzdem erlaubt. Das gleiche gilt für die Milz. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier das eingeschränkt. Würdest du die Sunna nicht nehmen, dann dürftest du keine Fische essen und du dürftest keine Leber essen, weil da Blut dran ist oder weil dieser Fisch nicht geschächtet wurde. Also das ist auch wieder ein Beleg für die Beweiskraft der Sunna und es ist eine Form des Tafsir des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also hier wieder Beispiele, damit man sich erinnert. Das Gebot über Blut oder Fische, ja, also nur als Stichpunkte, damit man das rekapitulieren kann. Das ist der Tafsir zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Also zusammengefasst. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat nicht jedes einzelne Wort im Koran erläutert. Warum hat er es nicht erläutert? Weil vieles sprachlich klar war. Zweitens, viele Aspekte waren aufgrund der Umstände eindeutig. Er musste es noch nicht nochmal erklären. Drittens, einiges hat er erklärt. Was hat er erklärt? Einige Begriffe, einige Details der Gebote. Ja? Ob das jetzt die Umsetzung der Gebote ist, wie zum Beispiel das Gebet, Pilgerfahrt und so weiter, oder ob das Gebote sind, die er dann eingeschränkt hat oder näher eben verdeutlicht hat. Das sind Formen des Tafsir des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden noch einige andere Beispiele uns betrachten. Kommen wir nun zum Tafsir zur Zeit der Sahaba. So, der Tafsir zur Zeit der Sahaba, also der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Erstens, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit dem Tafsir der Sahaba? Also wir haben ja Koran und Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ist ja schön und gut, das kann ja jeder nachvollziehen. Aber warum sollen wir jetzt noch die Sahaba uns betrachten, wenn wir den Koran verstehen wollen? Erstens, weil sie von Allah gelobt wurden. Das ist Nummer eins. Zweitens, weil sie sich bestens auskannten, weil sie die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Wenn du von einer Person etwas lernen willst, dann gehst du doch zu dem Nächsten. Ja? Und das sind seine Schüler. Die haben mit ihm gelebt. Sie haben ihn erlebt. Sie haben mit ihm geredet. Sie konnten ihn fragen. Ja? Und das war ja in den anderen Generationen danach, Tabi'in und so weiter, oder in unserer Generation ist das ja nicht möglich. Du kannst ja nicht den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragen. Ja, möge Allah uns mit dem Propheten im Paradies vereinen. Also, kommen wir zu den Vorzügen der Sahaba. Warum ist das wichtig? Damit wir verstehen, warum wir uns mit den Sahaba beschäftigen. Ja? Weil es gibt leider einige, sagen wir mal, Ideen, Ideologien, Gedanken, die sagen, hör mal zu, nimm den Koran, ja, und mach dir selbst ein Bild. Ja, also von mir aus, nimm doch die Sunna, wenn es sein muss, aber dann reicht es auch. Ja, also
jetzt noch die Sahaba als Maßstab zu nehmen, das wird dann zu viel für die. Aber warum wollen wir an die, warum wollen wir den Koran so verstehen wie die Sahaba? Erstens, sie erlebten die Offenbarung. Das heißt, wenn eine Ayah offenbart wurde, wenn irgendwas passiert ist, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam irgendwas gesagt hat, getan hat, erlebt hat, dann waren die dabei. Das heißt, sie kennen die Umstände dieser Ayah am besten. So sagt der Aisha, radiallahu anha, Quraysh und ihre Glaubensbrüder verweilten auf der Pilgerfahrt in Muzdalifa. Wenn man Hajj macht, möge Allah uns die Pilgerfahrt erlauben, dann gibt es eine Station, ja, nachdem man die Kaaba umrundet hat und so weiter und so fort, gibt es eine Station, die heißt Muzdalifa. Ja? Und die Pilgerfahrt war ja schon in der vorislamischen Zeit vorhanden, nur mit natürlich Götzendienst. Ja? Und der Islam kam, hat den Götzendienst abgeschafft, aber die anderen Aspekte der Pilgerfahrt beibehalten. Aisha sagt nun, radiallahu anha, man bezeichnete sie Al-Hums. Also es gab eine Gruppe von Leuten, die bei der Pilgerfahrt dabei waren. Und diese Leute sind in Muzdalifa geblieben und sie sagt, der Rest der Araber hingegen blieb in Arafat. Also die einen Araber, das ist jetzt nicht die islamische Pilgerfahrt, das ist die vorislamische Pilgerfahrt. Einige blieben in Muzdalifa, die anderen haben gesagt, nee, nee, wir bleiben in Arafat. Als der Islam kam, sagt Aisha radiallahu anha, befahl Allah seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, nach Arafat zu pilgern. Das machen wir ja alle, möge Allah uns die Pilgerfahrt erlauben. Und dort zu verweilen. Ja? Man bleibt ja den ganzen Tag und nach so einem Aufgang geht es dann weiter. Nach so einem Untergang geht es dann weiter. Danach sollten sie von dort aus weiter strömen. Dies meint Allah, wenn er sagt, hierauf strömt weiter, woher die anderen Menschen weiter strömen, und bittet Allah um Vergebung. Allah ist allvergebend und barmherzig. Surat al-Baqarah, Surah 2, Ayah 199. So, warum erzähle ich diesen Hadith oder warum erwähnen jetzt diese Tafsir-Gelehrten in Usul al-Tafsir diesen Hadith? Damit wir verstehen, was das bedeutet. Sie haben die Offenbarung erlebt. Aisha wusste, was in der vorislamischen Zeit passiert ist. Sie konnte es berichten, Zeitzeugin war sie. Und dann ist so eine Aussage natürlich viel effizienter als jemand, der sowas nie erlebt hat. Und Al-Bukhari überlieferte, dass Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Ukav, Mujinnah und Dhul-Majaz waren Märkte, ein Markt, ja, also Märkte zur Zeit der Jahiliyyah. Die Leute befürchteten zu sündigen, wenn sie in der Pilgerzeit Handel trieben. Ja, sie dachten, okay, wenn wir pilgern, wir dürfen nicht mehr kaufen, verkaufen. Das sind weltliche Angelegenheiten, das ist nicht gut. Daraufhin offenbarte Allah, es ist keine Sünde für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Also im Sinne, du darfst gerne was kaufen oder verkaufen, auch während der Pilgerfahrt. Ein weiterer Beleg dafür, dass die Sahabe die Offenbarung erlebt haben. Und wenn jemand die Offenbarung erlebt hat, dann weiß er besser Bescheid als jemand, der die Offenbarung nicht erlebt hat. Der nächste Vorzug, hohe Sprachkenntnis. Also die Sahabe, aber nicht nur die Sahabe, also nicht nur die damaligen Muslime, auch die Nicht-Muslime kannten sich im Arabischen super aus. Und die arabische Sprache, die Qualität, ist immer weniger geworden mit der Zeit. Warum? Ja, weil die Muslime wurden immer mehr und deswegen verbreitete sich der Islam. Und es kamen Nicht-Araber und die haben natürlich nicht das Arabisch gekonnt wie die Sahabe. Ja, deswegen ist es nicht verwunderlich. Und wenn dem so ist, dass die Sahabe perfekt Arabisch konnten, dann sind sie ja eher eine Quelle dafür, dass wir den Koran verstehen.
Das heißt, die Tatsache, dass die Sahaba sehr, 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 sehr gut, also es geht jetzt nicht nur um, okay, die konnten Arabisch reden. Nee, nee, sie waren Wissenschaftler über die arabische Sprache. Ibn Abbas konnte hunderte oder tausende Gedichtsverse und benutzt es auch in seinem Tafsir. Ja, also, und er wurde immer gefragt, sag mal, dieses Wort im Koran wird so verwendet, wer hat denn das so gemacht von den Arabern? Und dann kommt Ibn Abbas und sagt, der Stamm sowieso sagte in seinem Gedicht dies und jenes, zack, zack. Und das ist ein Beleg, dass dieses Wort so benutzt wird im Arabischen. Ja, das heißt, oder auch Aisha kannte auch viele Gedichte. Sie war eine große Gelehrtin, radiallahu anha, und war eine Rhetorikerin. Also sie konnte sehr, sehr gut reden. Er lebte natürlich mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und konnte von ihm lernen. Das heißt, die Sahaba, das sind jetzt nur zwei Beispiele, waren auf einem sehr, sehr hohen sprachlichen Niveau. Also konnten sie den Koran am besten verstehen. Besser als jemand, der die arabische Sprache nicht mehr so gut versteht. Wenn jetzt heutzutage jemand sagt, kannst du mir ein chinesisches Buch erklären und der hat seit zwei Wochen Chinesisch angefangen zu lernen, dann wird er wohl nicht so viel verstehen. Und wenn er von mir aus seit drei Jahren Chinesisch lernt, dann wird er nicht so viel verstehen wie jemand, der seit 50 Jahren Chinesisch spricht, ja, seit seiner Geburt. Also die Tatsache, dass die Sahaba sehr, sehr gute Arabischkenntnisse hatten, besser als alle anderen Generationen danach, ist ein Beleg dafür, dass sie den Koran am besten verstanden haben. Dann eben die Tatsache, dass sie die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, und das hatte ich ja vorhin erwähnt, dass eben ein Schüler umso mehr versteht, was sein Lehrer gesagt hat. Ja? Die Generation danach können vielleicht den Lehrer falsch verstanden haben, aber der direkte Schüler, der kann seinen Lehrer sofort fragen. Das ist ein Vorteil, den gibt es nicht in anderen Generationen und deswegen ist die Ansicht der Sahaba zu bevorzugen. Also das sind nur Belege. Warum brauchen wir die Sahaba? Ja. Warum brauchen wir die Sahaba? Warum ist es wichtig? Denn, wie wir noch sehen werden, es gibt Ayat, da finden wir nichts anderes im Koran, wir finden nichts anderes in der Sunna. Was bleibt uns dann übrig? Ja, dann fangen wir die Sahaba. Dann gucken wir, was haben die Sahaba dazu gesagt. Es gibt auch Fälle, da finden wir nichts von den Sahaba. Dann gibt es eben einen weiteren Schritt. So, die Sahaba nun, woher entnehmen sie ihr Tafsir? Also wie machen die Sahaba überhaupt Tafsir? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Haben wir nicht direkt nicht? Die nicht? Genau, weil du davor standst, der Bruder wird. Okay. Weil, dann sage ich das erstmal so. Es gibt zwei Quellen für die Sahaba. Also, dann stehe ich mal so, damit man es abschreiben kann. Es gibt zwei Quellen vom Tafsir für die Sahaba. Einmal Überlieferungen und einmal Überlegungen. Was sollen Überlegungen bedeuten? Ja, das bedeutet, sie haben keine Überlieferung und müssen dann selbst untersuchen, wie denn, ja, wie wir gesagt haben vorhin, durch die arabische Sprache, durch die Offenbarungsanlässe, also die Umstände, warum eine Ayah offenbart wurde und so weiter und so fort. Dann, und davon leiten sie es ab. Wie zum Beispiel Aisha radiallahu anha erklärt hat, ja, mit Muzdalifa und so weiter und so fort. Also, entweder es gibt Überlieferung, das heißt, Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat dies und jenes gesagt. Okay, dann haben die Sahaba es vom Propheten übernommen. Oder die Sahaba haben dazu keine Überlieferung. Warum? Ja, weil es aus dem Arabischen abgeleitet werden kann. Jeder, der damals Arabisch sprach, hat das verstanden. Ja? Und das gehört zu den Quellen der Sahaba. Also Überlieferungen und Überlegungen. Ich glaube, hier kann ich schreiben. Ne? Okay. Also Quellen des Tafsir bei den Sahaba
Also, erstens Überlieferung. Überlieferung oder Überlegung. Ijtihad heißt das auf Arabisch. Überlegung. Ja? Bei den Überlieferungen haben wir folgendes Beispiel. Und zwar sagte Abu Salama ibn Abdurrahman, Abdurrahman ibn Sa'id al-Khudri kam zu mir. Ich fragte ihn, was hast du von deinem Vater gehört über die Moschee, die auf Gottes Furcht gegründet wurde? Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran, dass es eine Moschee gibt, die wurde gegründet auf Gottes Furcht und eine Konkurrenzmoschee, ja, weil die Heuchler, die wollten, dass die Menschen nicht zum Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina gehen, sondern zu einem anderen. Ja. Und da fragte er jetzt, Allah erwähnt eine Moschee, die auf Gottes Furcht erbaut wurde oder gegründet wurde. Er antwortete, mein Vater sagte, ich trat beim Propheten sallallahu alaihi wasallam in eines der Häuser seiner Frauen ein und sagte, O Gesandter Allahs, welche der beiden Moscheen, also diese eine Konkurrenzmoschee und die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche der beiden Moscheen wurde auf Gottes Furcht gegründet? Da nahm er eine Handvoll Steinchen und warf sie auf den Boden und sagte, es ist diese eure Moschee, die Moschee von Medina. Also er hat hier nun so gemacht, hier, also er meinte diese Moschee hier. Also, das ist ein Beleg, wie ich vorhin sagte, dass sie die Schüler des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, also sie konnten ihnen Fragen stellen, das haben sie auch getan. Und diese Fragen gehören zu dieser Quelle. Also es sind Überlieferungen, die Sahaba eben vom Propheten sallallahu alaihi wasallam genommen haben. Das ist ein Beispiel, das die Sahaba ihn fragen. Es gibt aber auch ein Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von sich aus etwas erklärt und die Sahaba es mitbekommen. Ein Beispiel ist die Aussage Allahs Azza wa Jal, und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Surat Yasin, Surah 36, Ayah 38. Und zwar Abu Dharr radiallahu anh sagt, ich war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam während des Sonnenuntergangs in der Moschee. Da sagte er, weißt du, wo die Sonne untergeht? Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt jetzt Abu Dharr. Ich sagte, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, sie geht, um sich unter dem Thron niederzuwerfen. Dies ist gemeint mit der Aussage Allahs und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das heißt, jedes Mal, wenn die Sonne untergeht, geht sie wohin? Sie geht unter den Thron Allahs und wirft sich nieder. Dieses gewaltige Geschöpf wirft sich nieder unter dem Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. Immer und immer wieder, bis wie in einem Hadith es heißt, wenn die Welt untergeht, bis sie dann den Befehl bekommt, gehe von dort auf, von wo du untergegangen bist. Also eben die Umlaufbahn ändert sich dann. Also das ist jetzt ein Beispiel, eine Überlieferung, aber hier hat nicht ein Sahabi gefragt, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam von sich aus wollte etwas näher erklären. Dann haben wir bei der Überlieferung auch den Fall, dass die Sahabe nicht direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas mitbekommen haben, sondern von sich aus, also gegenseitig. Ein Sahabi fragt einen anderen Sahabi. Ja? Das ist zum Beispiel der Fall bei Abu Huraira oder auch bei Ibn Abbas. Abu Huraira nahm den Islam an, ungefähr, sagt man, 3-4 Jahre vor dem Tod des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, vieles von dem, was Abu Huraira radiallahu anhu überliefert, hat er nicht direkt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, sondern von einem Sahabi, der es wiederum vom Propheten alaihi salatu wasallam gehört hat. Oder auch Ibn Abbas. Ibn Abbas war ein kleines Kind,
Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, war er ungefähr 12, 13 Jahre alt. Ja, also das bedeutet, er hat vieles von den Sahaba mitbekommen. Also die Überlieferung, wenn wir zusammenfassen, entweder der Sahabi fragt den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt von sich aus etwas, oder drittens, ein Sahabi fragt einen anderen Sahabi, der es wiederum vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mitbekommen hat. Das sind die Quellen der Sahaba. Ein Beispiel, wie die Sahaba untereinander sich gefragt haben, und zwar über die Ayah, und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und Jibril die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand sein. Surat At-Tahrim, Sure 66. Und hier sagt nun Ibn Abbas radiallahu an, dass er Umar radiallahu an gefragt hat, wer sind denn diese beiden? Es geht hier um zwei Frauen, ja, von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Worum geht es denn hier? Von welche zwei Frauen? Da sagte Umar radiallahu an, es ist Aisha und Hafsa. Hafsa, die Tochter von Umar radiallahu an, Aisha, die Tochter von Abu Bakr Siddiq radiallahu an. Das bedeutet, hier hat er etwas mitbekommen von einem Sahabi. Ebenso die Überlieferung von Abu Huraira und auch von Ibn Abbas bezüglich der Ayah, und warne die Nächsten deiner Sippe. Surat Ash-Shu'ara 26, Ayah 214. Worum ging es hier? Und warne die Nächsten deiner Sippe. Das heißt, Rasul sallallahu alaihi wasallam sollte öffentlich seine Botschaft verkünden. Da fragten eben Ibn Abbas und Abu Huraira, weil die waren ja nicht dabei, es geht ja hier um Mekka. Beginn der Offenbarung, also Beginn der Verkündung der Offenbarung, und da war Ibn Abbas noch gar nicht geboren, Abu Huraira war gar kein Muslim damals, also haben sie eben die Sahabe darüber gefragt, und sie haben ihnen erklärt, dass Rasul sallallahu alaihi auf den Hügel gegangen ist und dann gesagt hat, o ihr Mekkaner, ich bin ein Wahn. Das ist ja so die Kurzfassung. Dann haben wir Überlieferungen der Sahaba, weder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam noch von den Sahaba, sondern von wem? Von anderen Religionen. Das ist auch eine Quelle der Sahaba. Das bedeutet, einige Sahaba haben auch andere Religionen studiert. Warum? Ja, einige Sahaba waren Christen oder Juden. Einige der Sahaba sind konvertiert. Sie waren Juden und sind Muslime geworden. Also haben sie Erfahrung über die Bibel oder die Tora. Oder die Sahaba hatten einige gekannt, die Juden oder Christen waren, beziehungsweise hatten Bücher gefunden. Das bedeutet, eine Quelle ist natürlich jetzt nicht die Hauptquelle. Ja, wie wir noch sehen werden, diese Überlieferung, die sogenannten israelitischen Überlieferungen, also Überlieferungen im Evangelium, in der Tora, dienen nur einigen Details, ja, geschichtliche Details. Ja. Also, wo ist was passiert, wann ist was passiert. Von diesen Überlieferungen haben die Sahaba weder Glaubenslehre abgeleitet, noch Gebote, was halal oder haram ist. Das haben die Sahaba nicht getan. Ja. Sondern, zum Beispiel, wo ist denn die Höhle von Surat al-Kahf? Ja? Wo war die denn? Und so weiter und so fort. Solche Fragen oder ähnliche Fragen, die eher mit den Geschichten im Koran zu tun haben. Nicht mit Aqidah, also die haben ja jetzt nicht gelernt, die Aqidah von Evangelium oder Tora. Oder es geht auch nicht um Halal oder Haram. Ja? Sondern diese Israeliet haben die Sahaba, nicht alle natürlich, aber einige Sahaba, wie Ibn Abbas, radiallahu an, verwendet, um nähere Details einiger Geschichten nachzuvollziehen. Und das ist erlaubt, das werden wir noch sehen, inshallah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es zugelassen hat. Das sind also einige Quellen der Sahaba. Und der andere Aspekt war eben diese Überlegungen, und das werden wir inshallah dann im nächsten Vortrag uns anschauen, inshallah. Kommen wir zu den Fragen. Nochmals, ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn wir die Fragen natürlich nicht alle beantworten können. Also wir nehmen nur einige
Wie gesagt, es ist Lomme Berg eine große Anzahl an Teilnehmern und deswegen kann man leider nicht alle Fragen beantworten. Na? Wurde der Begriff Tawil statt Tafsir damals bei den Sahaba verwendet, weil die Araber die Erklärung ja für viele Dinge nicht brauchten, sondern nur eine Zurückführung? Gut, also Tawil wurde tatsächlich von den Sahaba benutzt, weil es im Koran oder auch in der Sunna benutzt wird. Tafsir kam mit der Zeit eher dann hinein, bis heutzutage eher der Begriff Tafsir benutzt wird, anstatt Tawil. Aber die Herleitung jetzt, Allahu a'lam, ob das jetzt der Grund war oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann man sagen, dass jede Übersetzung des Korans eine Tafsirung ist? Tafsir. Sehr gute Frage. Ist jede Übersetzung des Korans ein Tafsir? Ja. Weil du kannst nicht wortwörtlich den Koran übersetzen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also es ist unmöglich, den Koran wortwörtlich zu übersetzen. Was heißt wortwörtlich? Dass du ein deutsches Wort als Synonym findest für jedes arabische Wort. Das Arabische ist so detailliert, so reich an Begriffen, da kommt keine Sprache mit. Also ist die Übersetzung des Korans immer ein Tafsir. Deswegen sagen wir ja die Übersetzung der Bedeutung des Korans, nicht die Übersetzung des Korans. Und jeder Tafsir ist also, jede Übersetzung ist ein Tafsir und deswegen müssen wir achten, welche Übersetzung wir benutzen. Ja? Je nachdem, welche Methoden man hat oder welche Glaubenslehre man hat, wird das natürlich einfließen in die Übersetzung des Korans. Der Hadith, dass die Sonne unter dem Thron untergeht. Wir wissen ja, dass die Sonne nicht untergeht. Also wie verstehe ich den Hadith richtig? Ja, also der Hadith, dass die Sonne unter dem Thron geht und wir wissen, dass die Sonne nicht untergeht. Also alle Planeten haben eine Laufbahn. Also selbst die Sonne, ja, sie dreht sich also nicht um die Erde, aber trotzdem bewegt sie sich. Ja, die Galaxie bewegt sich und so weiter und so fort. Alles ist in Bewegung und daher können wir natürlich jetzt nicht sagen, wie genau oder wie die Art und Weise des Niederwerfens ist. Ja? Wichtig ist bei diesen Sachen, du darfst nicht mit der Physik des Planeten Erde solche Aspekte messen, weil noch einmal, die Physik des Planeten Erde ist so beschränkt, dass du es nicht als Maßstab, weder für Allah, also erst recht nicht für Allah, und auch nicht für andere Planeten. Ja, wir wissen ja, also im Mond gelten andere Regeln als auf dem Planeten Erde. Ja, und in der Sonne wieder, und im Mars wieder, und im Jupiter wieder. Das heißt, wir können nicht alle physikalischen Regeln und Konstanten und so weiter des Planeten Erde benutzen und dann sagen, nee, die Sonne kann das nicht machen. Warum? Ja, weil auf der Erde ist das anders. Das ist ein anderer Blickwinkel. Deswegen gehört dies zur verborgenen Welt. Wie sich die Sonne niederwirft, Allahu a'lam. Das können wir nicht sagen. Wir wissen, der Prophet, der nicht lügt, hat gesagt, die Sonne wirft sich nieder. Also wird es irgendeine physikalische Möglichkeit geben, auch wenn sie nicht auf der Erde nachvollziehbar ist. Nur weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht funktioniert. Ja, also das sind zwei verschiedene Aspekte. Deswegen, Allahu a'lam, wie die Sonne sich niederwirft, sie wirft sich nieder. Wo kann ich Ihr Buch Koranwissenschaften kaufen? Ist bei Darul Kitab, das Buch. Was könnte die Weisheit dahinter sein, dass Allah einiges unklar gemacht hat und es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam erklären ließ? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er im Koran jedes einzelne Detail schreiben würde, dann hätten wir 50.000 Bände Koran. Stell dir mal vor, im Koran steht das Gebet, wie es gemacht wird. Es gibt einen Gelehrten, der hat 12 Bände geschrieben über die Wasserarten. Also was gibt es? Reines Wasser, unreines Wasser, benutztes Wasser. 12 Bände, nur Wasser. Das ist das erste Kapitel im Fiqh. Dann viel Spaß über das Gebet. Und dann Zakat. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala alles im Koran geschrieben hätte, dann würde kein Mensch
überhaupt versuchen, den Koran fertig zu lesen. Stell dir mal vor, Ramadan muss Tarawih mit Allahu Akbar, erstmal 12 Bände, erstes Kapitel. Erste Sura 12 Bände, zweite Sura 50 Bände, dritte Sura 80 Bände. Das wird doch kein Mensch auswendig lernen. Wird kein Mensch. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran offenbart, in dem die Grundsätze stehen und die Details in der Sunna. Weil wir brauchen die Worte Allahs für unsere Seele. Unsere Seele braucht Nahrung. Und wenn aber die Nahrung zu schwer ist, dann wirst du sie nicht aufnehmen. Also brauchst du eine Dosis, die du aufnehmen kannst. Das ist der Koran. 600 Seiten kann man lesen. Ja, aber ich will mehr lernen. Ja, bitteschön, dann kannst du dich vertiefen in der Sunna, der Hadith und Fiqh und was es alles gibt. Und deswegen hat Allah nicht selbst alles erklärt mit seinen Worten, damit wir einen Teil haben, den wir lernen können, rezitieren können. Das ist unser Nahrung, das ist unsere Dosis, die wir brauchen. Und die Details, die stehen dann außerhalb des Korans. Wallahu a'lam. Woher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Wissen, wie zum Beispiel, dass die Pilgerfahrt vollzogen werden muss? Woher hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Wissen, wie die Pilgerfahrt vollzogen werden muss? Dass die Pilgerfahrt vollzogen werden muss. Also, dass die Pilgerfahrt vollzogen werden muss, steht ja im Koran. Also, Allah hat die Pilgerfahrt als Pflicht erwähnt. Alle fünf Säulen stehen im Koran. Salah, also erstmal das Glaubensbekenntnis, Salah, Zakat, also die Spende, Fasten. Und die Pilgerfahrt, die stehen, aber die Details, die hat Rasul sallallahu alaihi wasallam natürlich über Jibril von Allah bekommen, also durch die Offenbarung.